So, Freaks, das ging ja richtig schnell. Ich habe jetzt hier den Kreis schon mal mechanisch geöffnet und jetzt starte ich mit dem Gardena Hauptwasser Controller meine Bewässerung eine Minute lang und jetzt soll der Druck kommen. Bam! Cool. Wow. Ja, das sind die. Das ist der Hammer. Wow. Ist das cool? Hat der einen tollen Wurfkreis? Ja! Wow. Ja, der saß so weit drüben. Oh! So, alles dicht. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob alles dicht wird, aber super dicht. Das ist eine so perfekte Position. Der war viel zu weit drüben. Ich habe ihn mal da hinten in den sowieso schon schattigen Bereich geworfen. Und jetzt kommt er so gerade eben nicht zur Terrasse. Kommt beide Seiten der Rasenfläche und ist also genau zentral jetzt. Ich kann jetzt zumachen und fertig ist. Er kommt schon wieder. Achtung, ausschalten. Ausschalten schnell. Der App. Ausschalten. And then stop. Oh. Ihr glaubt es nicht. Ich habe so ein bisschen gedrückt, damit ich den gerade kriege. Und dann machte es knack. Knack. Da ist dieses Gardena-Winkelstück abgebrochen. Das ist die Gardena. Das ist schön. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ja, so versetzt man einen Regensprenger. Oder? Fast perfekt. Ich bin zufrieden. Ich falte jetzt gerne mal rüber in meinen E-Plex. Ich muss sehr schauen, dass ich hier keine Steinchen habe. Aufpassen. Jetzt kommen ein paar Steinchen hier hoch. Ja, aber sonst ist Wahnsinn. Ich wollte mal einen Test. Ich zeige euch mal den Sprenger. Da ist der Sprenger. Unglaublich. Fast ein bisschen knapp von der Höhe. Okay, fahren wir ihn mal hoch. Ich glaube, er kam. Da ist er stehen geblieben. Stellen wir es mal nach hier. Schlauch weg. Und dann. Und dann. So, jetzt starten wir nochmal hier die App. Wässerung. Guck mal, wie es steht. 1 Minute starten. Sogar fast, ich würde sagen, ist perfekt. So sauber machen. Da kann ein bisschen befreit werden. Ist ein bisschen eng. So. Ja, super. Sieht auch gut aus. Sieht doch gut aus. Mega.
Gefällt mir. Wahnsinn. Ja, da kann man noch ein bisschen Sand, da kann man noch ein bisschen Sand nehmen und noch mal ein bisschen jetzt die kleinen Rillen hier ausgleichen, aber das ist schon, ich bin sehr zufrieden. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.